Wenn ein dummes Schwein und ein Esel zusammen ficken, was kommt da raus? Es kommt der derzeitige Präsident der USA dabei raus. Ja, Jason Stanley hier in Jerusalem. Vielleicht habt ihr es die letzte Woche schon gehört, dieser alte verwirrte Opa aus Washington hat doch tatsächlich Jerusalem als Hauptstadt Israels ausgerufen und damit ein riesiges Erdbeben in der arabischen Welt verursacht. Wir sind mittendrin. Hier in Jerusalem ist eigentlich alles relativ ruhig. Wir haben jetzt heute den zweiten Advent. Und wir sind mal gestern mit dem Taxi durch die Palästinensergebiete gefahren, zum Beispiel durch Jericho. Und unser Taxifahrer musste halt mittendrin umdrehen, weil halt die ganzen Straßen gebrannt haben. Also Barrikaden aufgebaut, Vermummte, die Steine geschmissen haben, alles brannte lichterlos, war der helle Wahnsinn. Also wieder umdrehen und an eine andere Strecke genommen. Das war schon okay, würde ich sagen. Ich wünsche euch nichtsdestotrotz einen schönen zweiten Advent. Zündet eine Kerze an, keine Autoreifen, das macht keinen Sinn. Und ja, mal gucken, ob wir hier noch heil rauskommen. Arme, Beine sind noch dran, kann aber bis zur nächsten Live-Session sich alles noch ändern. Wir sind gespannt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.